Damit Pixum-Produkte in optimaler Bildqualität produziert werden können, spielt die Auflösung der verwendeten Bilder eine zentrale Rolle. Deshalb haben wir für euch die Qualitätsanzeige entwickelt, die euch dabei helfen soll, Bilder mit der optimalen Auflösung für eure Projekte auszusuchen. Entsprechend zeige ich euch heute in diesem Video, wie die Qualitätsanzeige auf der Webseite, aber auch in der Pixum Photovel Software aussieht und funktioniert. Und am Ende des Videos gibt es von mir noch 3 Tipps, was ihr mit Fotos tun könnt, deren Auflösung vielleicht nicht ganz optimal ist. Aber bevor es losgeht, abonniert noch schnell unseren Kanal und vor allem aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nämlich zukünftig auch keine Videos mehr von uns. Und jetzt viel Spaß! Um euch unsere Qualitätsanzeige einmal in der Praxis zu zeigen, möchte ich heute zusammen mit euch ein Wandbild gestalten, genauer ein Foto auf AluDiBot. Und wir können hier auf Jetzt gestalten klicken. Und ich habe bereits 2 Fotos hochgeladen. Einmal das hier von Silvester, das habe ich von einer Bekannten per WhatsApp geschickt bekommen und das gefällt mir so gut. Ich möchte daraus gerne ein Wandbild gestalten. Entsprechend klicke ich das einmal an. Und dann wird mir das Bild direkt im Ambiente gezeigt. Das finde ich insofern ganz schön, weil ich hier abschätzen kann, ob mir die Größe schon gefällt. Ich hätte es aber gerne ein wenig größer, nämlich im Format 60 x 40. Und dann seht ihr direkt, reicht offensichtlich die Auflösung des Bildes nicht mehr aus. Wir bekommen hier ein gelbes Warndreieck angezeigt. Und hier oben wird euch direkt auch nochmal bestätigt, die Bildauflösung ist zu gering, um eben ein optimales Produktionsergebnis garantieren zu können. Was wichtig ist, die Qualitätsanzeige bezieht sich ausschließlich darauf, ob die Pixelauflösung des Bildes ausreichend ist für die gewählte Bildgröße. Bei Fotos, die zum Beispiel unscharf sind oder unterbelichtet oder farbstichig, da wird der Warnhinweis nicht ausgegeben. So, und wie sieht die Qualitätsanzeige in der Pixum Photovel Software aus? Das zeige ich euch. Ich habe die Software schon einmal geöffnet und auch hier ein AluDiBot im gleichen Format ausgewählt. Und dann muss ich einfach nur ein Foto in die Bildfläche ziehen. Und hier ist es tatsächlich nicht zu übersehen. Die nicht ausreichende Qualität springt einem förmlich ins Auge. Wenn ihr das Bild aktiviert, einfach auf das Bild klicken, dann habt ihr hier so einen blauen Rahmen. Dann seht ihr hier auf der rechten Seite unter Bearbeiten gibt es auch noch den Bereich Qualität. Und auch hier wird euch angezeigt, dass die Auflösung zu gering ist. Was wichtig ist, wenn euch bei der Gestaltung wie hier oder auch wie hier ein Warnhinweis angezeigt wird, dann solltet ihr diesen unbedingt ernst nehmen. Zwar kann es sein, dass euer Foto wie hier auf dem Bildschirm super aussieht, aber in der Produktion kann das ganz anders aussehen. Deshalb gebe ich euch jetzt 3 Tipps, mit denen ihr am Ende doch noch zu einem guten Ergebnis kommen könnt. Tipp 1. Bild in höherer Auflösung verwenden. Wenn euer Bild eine zu niedrige Auflösung hat, dann empfehle ich euch, versucht dieses Bild in einer höheren Auflösung zu bekommen. Hört sich einfach an, ist es oft auch. Wenn ihr Bilder per WhatsApp oder einem anderen Messenger bekommt, dann werden diese dabei komprimiert und oft reicht die Qualität für die Gestaltung eines Pixum-Produkts nicht mehr aus. Von daher empfehle ich euch, importiert Bilder immer direkt von eurer Kamera auf euren Rechner, dann ist die Gestaltung eines Pixum-Produkts in der Regel kein Problem mehr. Tipp 2. Größe des Produkts verringern. Verringert doch einfach die Größe des Produkts. Ihr seht, beim Format 60x40 bekommt ihr einen Warnhinweis angezeigt. Und wir können jetzt einmal schrittweise das Format verkleinern, einmal auf 45x30. Da seht ihr, das reicht immer noch nicht. Und bei 30x20, zack, ist die Qualitätsanzeige oder beziehungsweise die Warnanzeige weg. Und entsprechend könnt ihr das Produkt so bestellen. Das könnt ihr einfach mal ausprobieren. Tipp 3. Im Notfall ein anderes Bild verwenden. Wenn euch Tipp 1 und Tipp 2 nicht weitergeholfen haben, dann empfehle ich euch, verwendet wirklich einfach ein anderes Bild. Macht das einmal hier. Ich ziehe das hier rein. Ihr seht, keine schlechte Qualitätsanzeige. Denn solltet ihr euer Bild trotz schlechter Qualitätsanzeige bestellen, dann werdet ihr in der Regel nicht zufrieden sein mit dem Ergebnis. Von daher verwendet einfach, wie hier,
ein Bild, bei dem die Auflösung stimmt, und dann seid ihr nämlich am Ende auch hundertprozentig zufrieden mit eurem Produkt. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, dann schenkt uns ein Like, und wenn ihr unseren Kanal am Anfang noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt natürlich noch nachholen. Ich sage für heute Tschüss, vor allem bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.